Herr Minister Gag, warum brauchen wir eine stärkere Vernetzung der Medizin? Weil Patienten, wenn sie ärztliche Hilfe brauchen, in der Regel es denen ziemlich egal ist, ob die Versorgung ambulant oder stationär erfordert. Patienten brauchen eine patientenorientierte Versorgung, das heißt auf ihre unmittelbaren Versorgungsbedürfnisse eingehend. Und wir haben in Deutschland ein System, das immer noch viel stärker als in allen anderen Ländern stationäre und ambulante Versorgung trennt. In Wahrheit ist ein Miteinander aller Professionen für den Patienten, insbesondere mit schweren Erkrankungen, die richtige Antwort darauf. Das heißt, sektorenverbindende Versorgung muss die Versorgung der Zukunft sein, und zwar die regelhafte Versorgung. Und dazu müssen wir auch auf Seiten der Politik noch eine ganze Menge anpacken, beispielsweise Vergütungssysteme, die diese sektorenübergreifende Versorgung auch tatsächlich erst möglich machen. Es muss sich für die niedergelassene Ärztin, den niedergelassenen Arzt lohnen, im wahrsten Sinne des Wortes auch tatsächlich mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem akutstationären Sektor zusammenzuarbeiten. Und das gilt selbstverständlich auch in die andere Richtung. Aber ich glaube, um das abzubinden, dass sektorenverbindende Versorgung für den Patienten einen Riesenvorteil bringen wird für die Zukunft, aber auch für die alle oder für alle, die an der Versorgung des Patienten Beteiligten von Nutzen ist. Wie sehen Sie die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Situation bei den Fachkräften? Naja, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir im pflegerischen Bereich, bei den Therapieberufen, aber auch bei den Ärztinnen und Ärzten beispielsweise, schon heute einen großen Fachkräftebedarf haben, um mal das Wort Fachkräftemangel nicht so in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, wir müssen uns sehr genau darauf konzentrieren, die Menschen mit einer guten Ausbildung, die hochprofessionell sind, auch vor allem das wieder tun zu lassen, wofür sie da sind, nämlich an und mit den Patientinnen und Patienten arbeiten zu können, zu heilen, zu pflegen, zu therapieren. Und wenn ich eine sektorenverbindende, eine patientenzentrierte Versorgung habe, dann brauche ich Fachfrauen und Fachmänner, die diese Professionalität in die Versorgung mit einbringen können und sich weniger mit administrativen Abläufen beschäftigen. Für administrative Abläufe brauchen wir neue Formen oder wir müssen neue Formen finden, wie administrative Abläufe in Zukunft anders gemanagt werden und nicht durch diejenigen, die pflegen oder therapieren oder auch kurieren. Wo sehen Sie in diesem Kontext die Digitalisierung mit ihren potenziellen Vorteilen? Naja, Digitalisierung ist aus meiner Sicht ein wunderbares Instrument, um eine Brücke zu schlagen zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor. Also wenn ich heute noch Entlassbriefe aus Krankenhäusern beispielsweise sehe oder auch nach wie vor handgeschriebene Rezepte, dann glaube ich, dass mit einer wirklich professionell gemanagten digitalen Patientenakte, wo tatsächlich jeder, der den Zugriff darauf erhält, da bestimmt im Zweifel die Patientin oder der Patient, aber wo die Krankenhistorie sauber aufgearbeitet ist, dass das bei der Versorgung für den Patientin, für die Patientin wirklich hilfreich sein kann. Digitalisierung soll im besten Sinne den Arzt oder die Ärztin, die Pflegekraft dabei unterstützen, tatsächlich am Patienten tätig werden zu können. Das heißt, eine Ärztin oder ein Arzt hat ja beispielsweise nicht den Beruf ergriffen, um ein Drittel ihrer oder seiner Zeit in der Schreibstube zu verbringen und sich mit Papierkram herumzuschlagen, sondern diese Menschen, die in den Gesundheitsberufen unterwegs sind, die möchten tatsächlich für die Patientinnen und Patienten da sein. Da kann und da soll die Digitalisierung von bestimmten Prozessen schlicht und ergreifend unterstützen und helfen.